Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit dir ein bisschen über die Kosten reden, die bei Amazon FBA entstehen können. Und ich möchte jetzt gar nicht davon ausgehen, dass wir hier wieder einen Kostenrechner oder irgendwas in der Art präsentieren. Da gibt es sicherlich genug, die kannst du finden, überall verteilt im Internet. Amazon hat seinen eigenen FBA-Kostenrechner. Und auch abgesehen davon gibt es zum Beispiel auf Seitengasse.de einen sehr guten Kostenrechner oder zum Beispiel auch ShopDoc bietet einen kostenlosen FBA-Kostenrechner an. Da kannst du einfach mal ein bisschen schauen, was da alles drin enthalten ist und wie sich das verhält. Ich möchte heute auf die Kosten eingehen, die du vielleicht nicht auf dem Schirm hast. Also wir reden heute einfach mal über die Kosten, die du dir ins Bewusstsein rufen solltest, die aber vielleicht gar nicht bei dir aktuell so krass auf dem Zettel stehen. Und ich habe mir mal einen kleinen Spickzettel gemacht, was das alles ist und werde dir das Ganze einfach mal vorstellen heute. Und vielleicht kannst du dann nochmal drüber nachdenken. Das hier ist auch auf keinen Fall eine vollständige Liste, sondern zeigt einfach nur, was du vielleicht berücksichtigen solltest und wo du dich sonst nochmal erkundigen musst. Fangen wir einfach mal an. Mit dem Offensichtlichen, ich denke, das hat jeder hier auf dem Schirm. Das ist natürlich klar dein EK, also im Prinzip der Einkauf und die dazugehörigen Steuern. Das solltest du auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das heißt, das sind einfach deine Preise. Was zahlst du beim Großhändler, was zahlst du beim Produzenten oder was zahlst du für dein Material, wenn du selbst der Produzent bist und dann kommst du hier genau weiter. Dann musst du dich erkundigen, was das Ganze ist. Wenn du jetzt aus Asien importierst oder auch generell aus dem Ausland, dann informier dich bitte, ganz wichtig, was ist der Zollsatz? Weil auch das ist nicht selbstverständlich. Ich habe das schon oft erlebt in der Beratung, dass der Zoll einfach vergessen wird. Hier gibt es sehr, sehr gute Seiten, die du einfach da nutzen kannst. Du kannst das googeln, du kannst beim Zoll anrufen, die sind super hilfsbereit und helfen dir auch, dein Produkt einzuordnen. Kleiner Tipp am Rande hier, wenn du gerade wenn du aus China importierst, verlass dich niemals darauf, was die Chinesen dir sagen, weil die geben sehr oft falsche Zollsätze an, sondern lass das von deinem Spediteur machen oder mach es selber, informier dich, lass dich da beraten und finde genau raus, wie dein Produkt einzustufen ist. Das auf jeden Fall sehr offensichtliche Kosten noch. Dann, was viele, gerade auch Anfänger, gar nicht auf dem Schirm haben, relativ simpel, aber der Amazon-Account, der Pro-Account, den du ja brauchst, der kostet einfach mal, zumindest zum Zeitpunkt heute, 39 Euro im Monat. Das klingt jetzt nicht wie eine Riesensumme, aber auch das muss man natürlich auf dem Schirm haben, gerade am Anfang, wenn man noch nicht besonders viel verkauft. Von daher auch das einfach nicht vergessen. Genauso wie du vielleicht berücksichtigen solltest, dass nicht nur dein Amazon-Account etwas kostet, sondern du gerade am Anfang auch zum Beispiel Kosten hast für Dinge wie einen Anwalt oder einen Steuerberater oder ähnliche Dienstleister, die dich eben bei der Gründung unterstützen oder die dir helfen, deine Marke zu registrieren, deine Marke zu schützen auch, deine Steuern jeden Monat richtig abzuführen, deine Buchhaltung zu machen. All diese Dinge können eine Menge Geld kosten, was auch absolut berechtigt ist. Und ich würde dir jederzeit empfehlen, auch gerade im Bereich Steuern die Hilfe zu suchen oder halt eben, wenn du wirklich eine Marke vernünftig geschützt haben willst, dann hol dir einen Anwalt, der sich im Patentrecht, im Markenrecht auskennt und schau, was da für dein Produkt Sinn macht. Auf jeden Fall solltest du diese Kosten einkalkulieren und das sind entweder Einmalkosten oder aber auch zum Beispiel für die Überwachung deiner Marke können das laufende jährliche Kosten sein oder das können aber auch beim Steuerberater zum Beispiel die monatliche Buchhaltung sein, die du da einfach einpreisen und auch einplanen musst für dich selber. Dann, was du vielleicht auch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hast, ist, wenn du zum Beispiel Pan-EU machst,
Also der Verkauf europaweit. Amazon macht dir das Ganze sehr einfach. Du kannst entweder in die Länder exportieren oder sogar da lagern. Aber auch das wieder kostet dich sowohl innerhalb von Amazon Gebühren oder sogar Strafgebühren, wenn du nämlich die Lagerung in Polen, Tschechien, im Amazon-Lager zum Beispiel abwählst. Es ist möglich, das kann aus steuerlichen und geschäftlichen Gründen auch Sinn machen, aber dann berücksichtige bitte, dass du jedes Mal bei jedem Verkauf oder bei jeder Einlagerung Strafgebühren bezahlst. Wenn du es nutzt, dann plane auch hier wieder einen Dienstleister ein, der dir die Anmeldung, die steuerliche Anmeldung im Ausland macht. Du brauchst vielleicht Listungen in anderen Sprachen, du brauchst Übersetzungsdienstleister und so weiter und so fort. Also da, das Ganze ist nicht zu unterschätzen. Dann, was du auch berücksichtigen musst, gerade in dem Zuge, sind zum Beispiel Lagergebühren. Also die hast du nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Und gerade das Lager ist nicht unbedingt sehr günstig. Also das heißt, klar, wenn du FBA machst, hast du im ersten Moment mal alles bei Amazon. Aber das bleibt ja nicht für immer so. Und selbst da hast du zum Beispiel Langzeitlagergebühren, aber auch monatliche Lagergebühren, die einfach für dich anfallen und die du auf dem Schirm haben musst. Alternativ kannst du halt einen Dienstleister nutzen, der zum Beispiel deine Logistik macht oder auch größere Mengen für dich einlagert, weil das vielleicht billiger ist, als wenn du komplett alles in FBA eingelagert hast. Aber auch das solltest du einfach nur im Sichtfeld haben, nicht vergessen, nicht denken, okay, ich habe die Produkte jetzt gekauft, ab jetzt kosten sie mich nichts mehr, sondern die Lagerkosten sind laufende Kosten, die du als Händler und sogar auch als Amazon FBA Händler einfach immer hast. Und wenn du kein FBA machst, solltest du das erst recht in den Fokus nehmen, weil dann halt eben auch noch Kosten für eventuelle Arbeitskräfte oder eigenen Lagerraum, Miete und so weiter für dich anfallen. Dann haben wir noch auf dem Schirm hier zum Beispiel, ich schreibe das mal hier oben hin, ist einfach die Verpackung. Und was ich damit meine, ist nicht nur die Kosten für die Verpackung selber, das Material oder beim Hersteller, sondern was ich damit meine, ist die Verpackungsregistrierung zum Beispiel. Das ist sowas wie Grüner Punkt, ist jetzt ein sehr prominentes Beispiel, kennst du vielleicht. Das sind Dienstleister, wo du eine Gebühr abführen musst, damit du überhaupt Ware mit Verpackung in den Umlauf bringen darfst. Und das ist so eine Art Müllgebühr, die du bezahlst. Du musst also angeben, wie viel Verpackung du produzierst. Wie viel Plastik produzierst du, wie viel Pappe bringst du in den Umlauf. Solche Sachen musst du ungefähr abschätzen und festlegen. Und dann zahlst du auch dafür wieder eine Gebühr, dass du deine Firma, deine Marke dort hinterlegst, registrierst und dann eben auch nachweisen kann. Das gibt es nicht nur in Deutschland, sondern es gibt es in anderer Form auch im europäischen Ausland zum Beispiel. Das darfst du einfach nicht vergessen, dass auch diese Kosten noch auf dich zukommen. Dann haben wir natürlich noch Kosten für zum Beispiel Tools. Also auch Tools kosten Geld und du wirst über kurz oder lang Sachen brauchen. Also egal, ob das jetzt ein Online-Shop ist, ein Warenwirtschaftssystem, ein Tool wie zum Beispiel Sellix. All diese Tools kosten Geld. Und wenn du mehrere davon hast, dann natürlich erst recht. Dann haben wir hier als nächsten Punkt den Punkt Launch zum Beispiel. Also auch beim Launch verbrennst du Geld. Du musst Gutscheine einplanen, die du verteilst. Du musst die Kosten für die Produkte einplanen, eventuell für den Versand. Eventuell wird dein PPC sehr teuer sein, weil du das mit Absicht machst. PPC generell ist ein Punkt, den du auf dem Schirm haben musst, aber auch die entsprechenden Deals-Plattformen beim Launch zum Beispiel. Und dann eben auch nach dem Launch hast du Kosten für Facebook-Werbung, Amazon Pay-Per-Click-Werbung und. Je nachdem, was du machst, kann das natürlich auf verschiedensten Plattformen sein. Google-Anzeigen vielleicht,
was auch immer, das solltest du auf jeden Fall nicht unterschätzen und einpreisen, weil es kann ein sehr, sehr großer Teil sein, eine große Summe, die da weggeht. Dann hast du natürlich einen Rechnungsanbieter. Wenn du in Deutschland verkaufst, wenn du ein deutscher Händler bist, normalerweise brauchst du da immer ein Rechnungsprogramm. Da gibt es zum Beispiel sehr beliebt EasyBill, da gibt es sowas wie Bilby, da gibt es einmal Invoice. Das sind diese Programme, die halt auch vollautomatisiert Rechnungen an deine Kunden raussenden, aber das machen die nicht umsonst. Das heißt, auch hier zahlst du pro Rechnung oder pro Monat, wie auch immer, und diesen Preis solltest du einkalkulieren. Es gibt mittlerweile auch den Amazon-Rechnungsservice, das kann eine Alternative sein. Allerdings gibt es da auch noch viele Fallstricke zu beachten und es ist noch nicht komplett ausgereift im Moment. Und dann haben wir noch das Thema Fortbildung zum Beispiel. Auch Fortbildungskonferenzen kosten jede Menge Geld. Auch E-Books, richtige Bücher, Hörbücher, Online-Kurse vielleicht oder auch ein Coaching. Das alles kann Sinn machen und du wirst auf jeden Fall irgendeine Art von Fortbildung auch regelmäßig brauchen oder auch gerade am Anfang in Anspruch nehmen. Das geht natürlich auch von teuer bis billig sozusagen, entsprechend ist auch die Qualität, aber dieses Geld musst du einfach mit einplanen. Das heißt, 500 € für den Start, wie man so schön sagt, wird langsam schwierig und in 2019 hast du einfach Kosten und solltest mit mehreren 1000 € für deinen FBA-Start rechnen und nicht nur mit mehreren 100 €. Also hier wirklich das nicht zu unterschätzen und die Kombination aus allem, was du jetzt hier auf dieser Tafel siehst, macht es halt einfach aus und insgesamt kommt da einiges zusammen. Also selbst wenn du hier günstig bist, dein EK wird natürlich einen großen Teil ausmachen, inklusive dann halt eben Zoll, Versand, Steuern und so weiter, muss alles erstmal bezahlt werden. Die Verpackung muss registriert werden, designt werden. Dann musst du ein PPC anschalten und das Ganze launchen. Du brauchst Controlling-Tools, du brauchst Marketing-Tools und. Alles zusammen. Kein günstiger Spaß. Und ich möchte dich einfach mit diesem Video nochmal aufmerksam machen darauf, wie wichtig das ist, seine Kosten im Blick zu behalten, damit du, bevor du anfängst, wirklich nochmal nachdenkst. Oder wenn du schon angefangen hast oder auch selber vielleicht ein regionaler Produzent bist, der einfach gerne vom Offline ins Online gehen möchte oder vom eigenen Shop jetzt auf den Marktplatz, dann nimm dir die Zeit, liste deine Kosten auf, überleg dir, okay, was habe ich, was brauche ich, wie viel ist mein Budget insgesamt und plane diese Dinge ein. Und ganz, ganz wichtig wirklich, weil ich das immer wieder merke, dass Sachen einfach vergessen werden. Also gerade diese weichen Kosten, sag ich mal, die auch variabel sind, wie Lounge, wie PPC, wie Dienstleister, wie Fortbildung, gib dir dafür selber ein Budget und am besten nicht zu gering, damit du das nutzen kannst, weil ansonsten wird die Konkurrenz einfach an dir vorbeiziehen. Ich hoffe, das Video hat dich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Schau dir sonst gerne auch mein nächstes Video an oder abonniere meinen Kanal. Und wenn du noch sagst, wir haben Kosten vergessen, dann haust in die Kommentare unten rein oder lass mich einfach wissen, welche Themen dich interessieren und was du dir fürs nächste Video wünschen würdest. Bis dann!